Freunde. Warte mal, ist hier? Ah doch, jetzt hier. Wir sind im Sicherheitseinsatz. Herzlich willkommen. Ihr seht, wir haben die Westen wieder an. Was könnte das bedeuten? Wir sind wieder bei Cop Art. Genau, richtig. Ja? Wir sind bei Cop Art, Freunde. Und es ist soweit. Das nicht ohne Grund. Nee, wirklich. Weil es ist wirklich ein geiler Zufall passiert. Und zwar habe ich einen neuen Daily. Ich gucke wieder so eine App bei Cop Art drin rum und denke mir so, Mensch, ich glaube, Frohlich, guck mal. Der ist es. Also ich würde nicht sagen, was ist es, Freunde? Das könnte in unser Budget passen und das könnte wirklich was sein, wo man was draus machen könnte. Ja, ihr wirklich? Wisst ja, Cop Art, hier gibt es regulierte Versicherungsschäden nochmal als Auktion zu erwerben. Das heißt, wir mussten auf ein Auto bieten, was uns zusagt. Wir haben auch geboten und es war wirklich, wir hatten Glück, es war wirklich für wenig Geld, was wir bekommen haben. Das ist wirklich vertretbar. Kann man nachher noch sagen, das oder? Ist vertretbar. Die Summe. Definitiv. Ja, die Summe würde ich auch noch sagen. Genau, das machen wir aber im Nachhinein. Auch was wir mit dem Auto noch machen. Genau, alles was geplant ist, werdet ihr noch erfahren im Video. Auf jeden Fall sind wir natürlich schon wieder angekommen und extrem heiß. Ja, wir wollen über den Platz laufen, weil wir haben richtig Bock, das nochmal zu sehen, was jetzt Neues gibt. Ja. Wirklich, weil es ist ja diese Goldgräberstimmung. Ihr wisst ja, hier kommt jeden Tag kommen hier neue Fahrzeuge rein. Deswegen werden wir jetzt hier nochmal über den Platz stöbern und schauen, was hier so am Start ist. Also dranbleiben, bis gleich. Quad? Ich muss sagen, auf den Quad hätte ich auch schon immer Bock gehabt, ne? Ohne Scheiß. Oh. Mhm. Nehmen wir gleich mit. Da sehe ich dich. Ey, neuer Daily. Im Winter. Würde ich dich eigentlich ein bisschen mehr auf dem Roller hier hinten sehen, muss ich sagen. Muss aber sagen, Roller wäre auch schon geil. Aber das ist ein großer hier. Das ist schon mit Motorradführerschein. Ich kann schon einen Führerschein nochmal hier eine Renne. Die hat es anscheinend auch erlebt. Mhm. Ohne Dezibelkiller. Was war los? Ja, nee, ich glaube hier, den hat es wohl abgelegt. Ja. Sieht so kaputt aus. Aber zum Glück nicht so schlimm, vermute ich mal. S1000, ne? Also hier ist auch ein bisschen Leistung da. In der KTM Duke. Oh, jetzt aber auch ganz schön. Das ist auch nicht schlecht, ne? Geledert. Das ist schon nicht schlecht. Schlüssel ist immer direkt da. Schlüssel ist da. Oh, guck mal, hier wären wir wieder beim E46-Thema. Ja. Das E46-Thema begleitet uns ja schon eine Weile, ne? Also grundsätzlich ein interessanter Kandidat. Das ist hier Vandalismus oder was? Ja. Öl, Benzin. Aber gute Ausstattung. Was ist ein NR? Nicht rollbar, oder? Das R ist für ready, dass es fertig ist und das N ist für nicht fahrbar. Okay, schade. Okay. Wisst ihr, was der hat hier zufällig, wenn Öl, Benzin draufsteht? Dass da Öl ausläuft und dass es ein Benziner ist. Ach, okay. Mhm. Ach, okay, und deswegen steht er auch hier in deinem Bereich, ne? Genau. Wegen Öl. Ölabscheider. Ja, Olli, kennt ihr noch aus dem ersten Video? Hallo zusammen. Ja, hat jetzt übrigens den absoluten Surferlook angenommen. Ja, ich hab gedacht, ich probiere einfach mal was Neues. Ja, nee, kommt sehr gut. Danke. Muss ich auch sagen. Danke. Hier steht's einfach. Mensch. Mit den Vans, das passt halt einfach. Deswegen treffe ich euch so gerne. Ich gehe gleich 3 cm größer hier raus. Es ist schön, dass du heute nochmal für uns Zeit genommen hast, dass wir hier nochmal ein schönes Ringel über den Platz drehen können. Danke. Guck mal, Freunde, wir sitzen hier in so einem E46. Hat er das schon mal gesehen? Ein originaler BMW-Monitor ist hier drin. Mit Fernbedienung, allen drum und dran. Also das habe ich noch nie gesehen. Das sieht ja sehr Serie aus. Guck mal, hier steht auch BMW. Das ist ja nur Originalzeug hier, oder was? Ist das nachgerüstet? Haut es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da Bescheid wisst. Das habe ich so noch nicht gesehen in dem E46. Was steht F eigentlich? Vorne. Ach, F fahrbar. Steht vorne. Fahrbar, genau. F ist vorne, S ist starten und N ist nicht fahrbar. Ja, nicht. Ich meine, das... Den nehmen wir. Eine Reparatur hatten, dass sie vielleicht schon einmal angefangen haben zu reparieren und dann doch nicht weiter. Die Ausstattung geht aber. Ja, sogar von den Drilltop, ne? Na, neu. Das sieht gut aus. Das ist hier so ein Edition 19, wie die hießen, mit AMG-Bein, ne? Ja, ist hier Edition. A200, Baujahr 2018. Gar nicht schlecht. Auf Hauptschaden, ja. Das ist noch überschaubar, ne? Ah, ja. Und TDI. Boah, geil, Alcantara-Lenkrad. Kumpel. Gut ab. Alter, S-Line, schwarzer Himmel, Programm. Das sieht auch gut aus. Hat er irgendwas? Bis jetzt sehen wir nichts. Das sieht halbwegs gut aus hier. Und was steht B? F ist fahrbar. Und B war Booster, Batterie. Genau, und er wird vorne den Ditcher haben halt. Guck mal, das ist gleich mal anders Thema. Ja. Ich muss sagen, wir werden ja gar nicht viel mitnehmen. Sehr viel spannende Autos dabei, wirklich. Mal hier, Q7. Denken wir erstmal alles schicki, aber... Die Seite sieht dann doch eine ganze Bralle aus. Hohoho! Ja, hier hat es wirklich geknallt. Upsala! Alter Schwede. Ja, hier kommt auch nur vom Kombi-Instrument Rücklicht links defekt. Brutal. Ja, ich muss sagen, das sieht alles ganz schön wild aus hier. Das ist nix. Das ist alles nix. Oh ja. Haarungsänderung? Mhm. Die
Holla die Waldfede. Guck mal, sogar AMG anzeigen. Alter, wie dreckig die Mittelkonsole ist. Brutal, aber gut, das geht ja noch an Schaden. Was hat er denn? 195.000 Kronen. Sonst sieht er ganz gut aus, ne? Wird wahrscheinlich der Motor Probleme machen. Ey, der kommt aus Dresden. Krass. Guck mal. Negativ. Genau, können wir den Test noch mit drin. Herrlich. 320D. Motorprobleme ist immer schlecht. Kann natürlich was Kleines sein, man weiß es nicht. Aber meistens hat sich das ja schon irgendeine Werkstatt angeschaut und hat dann hier einen Schaden reguliert. Rick, ich hab was. Komm her. Ist auf jeden Fall Führerschein schonend. Das stimmt auf jeden Fall. Gut für mein Punktekonto. Guck mal, hat auch Chrom innen. Alles da. Und vorne ist auch überschaubar, sag ich mal. Denn Motor ist noch ganz gut. Das könnte gehen. Das müssten ungefähr 6 Liter Hubraum sein. Und vor allem versicherungstechnisch wirklich okay für dich, ne? Weil ja, ich glaube, ein 40er im Jahr. Das stimmt. Ja, A6 Allroad, erste Generation. Haben wir die nicht schon mal gesehen, Kumpel? Weiß ich nicht genau. Was ist hier? Was ist denn hier das Problem eigentlich? Ölwanne, Heck. Nee, warte mal. Der hat ein Motorproblem und ein Automatikproblem. Also fährt rückwärts, aber nicht wirklich vorwärts. Und was ist mit dem Zeichen da oben? Da war hinten im Fußraum ein bisschen Wasser drin. Deswegen haben wir das drauf gemacht, dass das... Havarie. Sagen, ja. Ach so, ja, hier läuft doch Wasser raus anscheinend. Nee, Öl aus dem Auspuff. Ach, okay. Hat schon noch ein Turboproblem oder so, deswegen haben wir es hier runtergestellt. Sicher, sicher, aber ja, ich war nichts drin eigentlich, ne? Ja. Oh, hier hat es auch ganz schön geknallt. Heide Witzka. Guck mal hier, hat auf Pushrod umgebaut. Stimmt, aber auch geil. Wirklich, das funktioniert schon tadellos. Das ist, finde ich gut, ist mal was anderes. Ne? Guck mal hier. Abt GTI. Oh ja, ich sehe gerade, hier hat er gerumpelt. Bam. Ah, das hat gut geknallt hier. Motor ist schon draußen. Ist ja in dem Sinne ja. Schade. Also aktuell war nichts Großes dabei, aber jetzt kommen wir natürlich zu dem, was wir ersteigert haben. Ja, haben wir es ersteigert. Das gucken wir uns jetzt an. Das wird gut. Wir konnten von unseren alten Sachen nicht loslassen. Wir stehen davor, Freunde. Und was es geworden ist, wir leiten jetzt direkt mit einem Porn ein und gucken uns jetzt das Fahrzeug danach an. Endlich ein E46, Freunde. Es ist endlich ein E46 geworden. Lange hast du gesucht. Lange gesucht und bei Coopart gefunden. Okay, na komm, hau mal ein paar Specs raus. So, was sind das also, Ding? Also, es ist ein 320i, Freunde, heißt quasi 6 Zylinder. Benziner. Sauger. Sauger ist klar, ja, genau, stimmt. Limousine, ne? Coupé wäre auch geil gewesen, aber ist schon sehr schwer zu finden, muss man ehrlich sagen. Also auch gerade jetzt hier. Limousine war da. Stand für mich rein optisch perfekt da, also perfekt im Sinne von... Ja, man darf ja nicht vergessen, wir haben ja jetzt wirklich einige Monate geschaut, dass wir was Schönes gefunden haben, wo wir gesagt haben, ja komm, das können wir starten. Und ich bin da mit den Preisen noch nicht einverstanden, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir haben ja auch kein Budget, wo wir jetzt sagen können, wir können jetzt hier also, mal 10, 15 rauslassen. Wollte gerade sagen, teilweise siehst du so ein Coupé schon für eine 10 angeboten, das ist irgendwo, wo ich sage, nee. Nicht für die Kilometerleistung alles, ne? Und dann haben wir jetzt das Ding gefunden und ich sage euch ganz ehrlich, Jens, wir haben das Auto gerade eben ersteigert für 1200 Euro. Ne? Ja. 1200 Euro Preis. Ist, ne? Wir nehmen euch auch mal über die Kostenrelevanz, was wir hier reinstecken, jetzt komplett auf die Reise mit. Wird auf jeden Fall einige stattfinden müssen. Also wir werden auf jeden Fall wieder den Frontschaden als erstes richten müssen. Das heißt quasi, wir brauchen eine neue Motorhaube. Das ist A und O. Genau, wir gucken uns erstmal an. Das ist der Hauptschaden, warum das Auto überhaupt inseriert war. Richtig. Ein bisschen Motor aber neu machen, Stoßstange ist auch klar, ne? So, dann werden wir in dem Atemzug gleich auf Facelift umrüsten, weil es ist noch ein Vorfacelift. Dann ist der Plan eigentlich komplett M3 Stoßstange, M3 Kotflügel, was aber sich nie als so einfach gestaltet, weil Kotflügel vom Coupé auf Limousine ist nie dasselbe. Dann habe ich vor mit Frolix noch komplett Spiegel M3. Ich will gerne mit Frolix noch aufbauen hier hinten die Seitenteile, die Overfenders von Don Musk. Das sind von den Polen-Jungs, die Trifter-Jungs. Die quasi genietet sind. Genau, die bauen quasi Overfender, richtig geil verbreitert, aber sehen wirklich optisch top aus und haben eine geile Passform, wirklich absolut astrein. Dann haben wir hier noch so eine kleine Macken wie das hier, muss noch erledigt werden.
Hier so. Der Wagen soll rot werden. Du wolltest ja endlich mal in deinem Leben ein rotes Auto haben. Ich wollte endlich mal ein rotes Auto haben. So. Und wir müssen dazu Folgendes noch dazu sagen. Es ist wirklich so, rotes Auto Pflicht, aber wir wollen es low budget halten. Komplett lackieren. Wir haben mit dem Lackwerk gesprochen. Jungs, das ganze Auto rot lackieren wird erstens zeitlich schwierig, ne? Weil das kriegen die in 2 Wochen nie hin. Und auch kostentechnisch wird es schwierig. Deswegen werden wir das Auto komplett im Machwerk, gerade Beul, komplett folieren lassen in Rot. Wir werden quasi alles so vorbereiten, dass es foliert werden kann. Man muss dazu sagen, es soll halt schnell gehen, weil wir brauchen ja eigentlich es das Auto. Es ist ja, denk dran, immer noch ein Daily, ne? So. Deswegen werden wir alle technischen Mängel beheben. Wir werden alles so schön, also es wird komplett dokumentiert, ihr kennt es ja von uns. Es wird eine komplette Doku-Reihe über das Fahrzeug im Prinzip, genau, ne, wieder. Wir über alle Schritte, die wir machen, wo wir Teile bestellen, wo wir das herholen, was wir bezahlt haben. Einfach mal komplett gucken. Und ich wollte schon immer einen E46 haben. Uns fallen, das ist der erste BMW in unserer Familie, ne? Auf jeden Fall. Also wir zumindest haben einen BMW gehabt. Ja, also ich hatte früher mal viele, genau, BMWs. Richtig, ne? Aber du bist eigentlich auch ein BMW-Liebhaber. Früher fand ich die gut, ja. So, jetzt nicht mehr. Doch, aber das ist dann diese Zeit angebrochen, wo mir BMW vom Design und so, von dem Weg, den die so eingeschlagen hatten, nicht ganz so zugesagt hat. Ja, E46 finde ich zeitlos schönes Auto. Aber jetzt krass ist, jetzt sehen wir den Wagen selber das erste Mal. Ja, ja, wir haben bis jetzt nur auf Bildern gesehen. Wir haben nur auf Bildern gesehen, ne? Und was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, wir hoffen natürlich, dass die Technik funktioniert, weil das wissen wir nicht 100%. Natürlich wird bei Copart das Auto immer getestet. Mit Gutachten komplett hochversiegelt, ja. Genau, aber wir werden natürlich vielleicht trotzdem irgendwelche Mängel feststellen, die man erst bei, was weiß ich, 500 Kilometer Fahrt entdeckt. Richtig. Und sagt, du, irgendwas haut dir nicht hin, irgendwas schlägt hier aus oder, genau, oder. Genau, so Hinterachsprobleme, genau, haben wir ja auch bei dem E46, mal die Tonnenlager, ne? Ist ja auch ganz, naja, bekannt. Also falls der alte Besitzer vielleicht hier unter den Zuschauern ist, hau gerne mal rein, auf was wir achten müssen. Dann sehen wir schon, das erste, oh, hat Harman Kardon, Freunde. Hat Harman Kardon. Sitze müssen wir auf jeden Fall machen lassen. Sieht man hier schon mal. Sehr gepflegter Wagen. Ja, ja. Aber Performance-Fußmatten. Genau. Sportpedale nachgerüstet. Einfach top. Die Sitze, ja, frisch bezogen. Ja. Aber Harman Kardon ist schon mal ein gutes Zeichen, muss ich sagen. Wenn sie funktioniert. Ja. Lenkrad kaum abgegriffen. Ja, müssen wir ohne machen lassen. Also auch Leute, wenn sich hier, wir sind auf alle angewiesen. Ja, wenn wir sich, brauchen auch eure Hilfe, ja. Wenn Leute sich hier was ergibt und jemand sagt, ey Leute, habe ich noch rumliegen in übelst geiler Quali, was auch immer, sofort schreiben, wir brauchen sofort Teile. Wir müssen hier sofort loslegen. Also wenn jemand was Geiles anzubieten hat, immer gerne melden. Mal hier hinten, mal, wie sieht denn da aus? Aber eigentlich top. Das geht. Ja, ich sag mal so, wir werden das Ding eh immer komplett aufbereiten und dann mal gucken, wie es aussieht. Aber auf jeden Fall da hinten schon mal Kurbel. Hinten Kurbel, hier wurde gespart. Ja, hier wurde gespart. Das ist Kofferraum. Ah, alles dabei, siehst du hier? Alles dabei, ja, kannst du neu zusammenkleben. Sehr gut, sehr gut. Aber scheint wirklich original drin zu sein. Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und hier, der Nebler, hier wird alles, hier wird nichts weggeschmissen bei Kofferraum. Das finde ich schon mal so wirklich sehr edel. So, rosttechnisch sind wir eigentlich auch noch. Gut, also Bremse ist jetzt natürlich ein bisschen angeschlagen. Das geht auf jeden Fall aber schlimmer am E46. Aber das kennt man schlimmer, ja. Also hier unten fängt es natürlich an. Drüben hier an der Kante. Hier vorne sieht man es ein bisschen. Hier ist schon ein bisschen der Lack weggeplatzt. Sieht man aber, hier ist schon mal nichts gespachtelt. Gut, lackdichten Messer oder sowas haben wir jetzt nicht dabei. Aber im Großen und Ganzen sieht das schon gut aus. Auch hier die Kotflügel vorne. Hier auch eine Blüte? Das geht. Ja, das ist halt meistens die Schwachstelle. Aber das geht noch. Das ist dann, ja, nicht so schlimm. Also schlimmer wäre, wenn hier alles durchgezogen wäre. Nee, das geht noch. Wo ich das immer vom Roststand immer noch hier tippitoppi. Und? Fühlst du schon wohl? Ich muss sagen, man sitzt schon geil in dem E46. Die Sitze waren immer ganz gut, ja. Ja. So, mal gucken, ob er anspringt. Ja. Aber oh. Ich höre Sportauspuff. Mhm. Und dann ist was leer. Aber Kumpel, zeig keine Fehler am Kombi-Instrument. Zeig keine Fehler am Kombi-Instrument. Mach mal Haube auf, bitte. Warte. Mhm. Wollte ich sagen, klingt so erstmal nicht schlecht. Und macht einen soliden Eindruck. Guck mal, hier haben wir schon Platz für einen Lader. Ja. Das wäre natürlich geil, das Ding auf Turbo umbauen, ne? Das hohe Prinzip ist eigentlich jetzt hier am Führer nicht, was zu schön ist. Damit, ne?
noch. Gib mal bitte Gas. Trink vom Sound, der Junge. Junge! Junge! Vor allem Junge! Ja, wir sprechen jetzt so anders in dem Video. Ach so, wir müssen uns jetzt ein bisschen an den Dreierslängen anpassen. Ja. Mies, das Ding! Der könnte gehen, Olli! Der könnte auf jeden Fall gehen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich habe euch mal einen Kabelbinder besorgt für die Stoßstange vorne. Die sollten wir auf jeden Fall ein bisschen fixieren, ne? Genau. Ja, ich weiß nicht, habt ihr schon gesagt, dass ihr auf eigene Achse fahren wollt? Nee, noch nicht. Wir haben rote Kennzeichen, weil das Auto ist fahrtauglich, Licht funktioniert alles, deswegen wir fahren auf eigene Achse. Ja, haben wir selten hier. Ja, aber ne? Ich find's cool. Ich habe schon gehört, so 90 Kilometer habt ihr ungefähr, ne? Ja, ja, das geht. Wir lieben das Abenteuer. Ich denke, genau so kann man es so beschreiben. Ja. Aber was sagst du, Olli, jetzt zu dem Auto? Mir gefällt, was hat der gelaufen? Warte, ich kann mal gucken. Ich dachte 170, 180. Der hat was. Oder 280? Nee, weniger. So viel war das nicht. Nee, ging eigentlich, ne? 177.000. Ja. Das ist okay. Ja, ist okay. Also ich finde es schön, ich bin sowieso X46-Freund. Ne? Also den kann man halt, denke ich, ganz gut wieder herrichten. Ich finde auch die Ausstattung wirklich ganz gut. Ja. Die hat er anscheinend schon mal ein bisschen was mit Folie gemacht. Ne? Man muss aber halt finde ich gut. Für das Geld, wir haben auch die ehrlichen Werte, wir haben es ersteigert für 1200 Euro. Brutto. Muss man wirklich sagen. Also finde ich, für so ein Auto, top. Das ist okay, ja. Also da Damit kannst du für wenig Geld wieder alles herrichten. Du musst mal überlegen, den E46, den wir angeschaut haben, was sollte der kosten? Drei noch was. Ihr könnt euch erinnern, wir mussten leider das Video rausnehmen. Ja, und das Auto war eine da lief gar nichts übrigens. Ja, ja, ich weiß, da war ganz viel. Da war alles gefaked. Frisch. War das dem Allgäu? Ja, ja, genau. Da war ganz viel Fusch dabei. Hat auch doppelt so viel gelaufen? Ja, der hatte fast 300 runter, genau. War allerdings ein Diesel, ein 330 Diesel. Ja, genau. Der Motor war natürlich ganz gut, aber ich denke, mit dem wirst du auch ein bisschen Spaß haben. 170 PS oder was der hat? Ich sag mal so, hydraulische Handbremse, Freunde, es wird ein Trifter irgendwann. Mach das mal Sperre rein. Rolex und ich werden nur noch hebelt. Ja, machen wir Lichtcheck. Schreibt mal in die Kommentare bitte rein, ob ihr das feiert. So, warte auf. Vorne oder hinten? Machen wir hinten erstmal. Gut. Was ist das? Bremse. Jetzt ist Bremse. Bremse geht, warte. Ja. Blinker geht. Zündung, Rückwärtsgang. Top. Links, rechts geht. Hm? Nebelschluss leuchtet und so fangen wir jetzt nicht an. Nee, das ist Blödsinn. Heute ist gutes Wetter. Oh, Xenon, Junge. Wirklich? Klar. Jawohl. Mit Angel Eyes. Fernlicht geht. Machen wir Blinker. Jawohl. Nebelscheinwerfer brauchst du nicht testen, wir haben nur einen. Ich sag mal so, besser kann es nicht laufen heute. Auf jeden Fall. Übrigens, wer die Felgen will, kann sich gerne melden. Die sind ab heute zu verkaufen. Die können sofort weg. M-Felgen übrigens, ne? Ja. Die putzen wir nochmal für euch. Aber ein bisschen Bordsteinschäden. Damit müsst ihr echt leben. Tipptopp. Guck mal, es ist okay, ein Kühler beschädigt nicht, also es ist eigentlich perfekt. Der Träger, den hat es nur ein bisschen eingedellt. Stimmt, da haben wir wirklich Glück hier, ne? Ja, ja. Also, wie gesagt, Stoßstange kommt ja eh M3 ran. Genau. Also von daher tiefenentspannt, ne? Das ist eigentlich perfekt. Haube ist halt das Problem, aber ja, auch das. Ich sag ja, die Scheinwerfer, die sind sogar nicht, die sind gar nicht schlecht. Sag dir eins, der rollt auch mal nächste Woche aufs Treffen. Schade, schade, dass die Klassik schon vorbei ist. Ach nee, wäre zu neu. Wäre zu neu. Sehr schön, da würde ich sagen, machen wir das Ding jetzt ein bisschen fahrbereit und genau, dann. Genau, dann geht's los, die Bilder fort. Du, zack, als wäre die Stoßstange kaputt gewesen. Die können wir als gebraucht verkaufen. Ich bin ehrlich, das würde jetzt sogar gehen, ne? Also guck mal, die sieht ja wirklich aus wie einfach nur vorne ein bisschen ausgeklipst. Ja, die Radschaft ist ein bisschen. Rechts. Das können wir mal noch reinklemmen hier, halt das Kabel. Nebelscheinwerfer. Jawohl, funktioniert doch. Jetzt kommt's Geilste. Wir haben Tempomat. Das ist gut. Also wirklich, mehr geht nicht. Und schwarze Dachhimmel. Oh, sehe ich das richtig? Du hast elektrisches Heckrollo. Ja, ja. Drück mal vorne den Knopf. Welchen? Warte. Sitzheizungskunde haben wir sogar. Es geht. Oh. Es geht. Ich gehe. Drück nochmal. Warte. Das ist. Ach, geil. Sitzheizung haben wir sogar. Also hier ist wirklich gute Ausstattung. Guck mal hier, ob die. Achso, kann man lenken? Ja. Warte mal. Guck mal hier, Radio, Tempomat, hier kannst du steuern. No? Ja, volles Programm. Das, also hier einfach Freisprecheinrichtung. Das müssen wir nur mal neu beziehen lassen und das war's. Freisprecheinrichtung. Ja. Alter, die Anlage, der Chef. Brauchen wir noch richtige Musik?
Gut, wir merken, der Bass hat ein riesiges Problem. Bin ich echt top zufrieden, Koppert. Ihr habt das Auto wirklich genauso auf den Bildern beschrieben, wie es hier ist. Ja, größtenteils ist ja auch ein Gutachten dabei, ne? Dekagutachten oder ja. Wer auch immer das dann erstellt. Nach einem Unfall, also das sind dann schon ehrliche Autos, ne? Ja, guck mal, hier habe ich noch was gefunden für euch. Jetzt habe ich es gerade wieder verloren. Ein Geldbündel. Teilen wir uns, ne? Wie ist denn das? Alles, was im Auto liegt, gehört dann automatisch dem Käufer? Nee, wenn also, ich jetzt hier im Sitz was finde? Ja, dann schon. Okay. Kommt drauf an, was. Vielleicht Personalausweis oder so nicht. Nee, aber also in der Regel ist es so, wenn die Autos zu uns kommen, werden die ja sauber gemacht, innen und außen. Mhm. Und alles, was wir drin finden, Sonnenbrille, CDs, geht an den Verkäufer zurück. Schickt mal ein Päckchen hin, ne? Klar, wenn es eine Packung Taschentücher ist oder so, die entsorgen wir dann. Aber Wertgegenstände werden an den Verkäufer zurückgeschickt. Okay. Fährt sich schon geil. Gerade losgeworden. Fährt sich geil. Geht brutal. Ah, das war nicht gedacht, Scheiße. Ah, Sechszylinder-Kollege. Ja? Aber der rollt so richtig seicht dahin. Ne? Ah, ja. Oh, geil. Fahrwerk geht doch. Und das ist top. Und bremse jetzt schön ins Haus rein. Nee, bremst super, Alter. Aber auf jeden Fall erstmal, Olli. Ja, vielen lieben Dank. Danke an dich. Wirklich geil, dass wir heute hier nochmal vorbeikommen konnten, nochmal eine Tour mit dir gelaufen sind. Ich freue mich, dass ihr happy seid. Vielen Dank. Wir haben auch irgendwas festgestellt, ne? Ja. Du bekommst hier ein ehrlicheres Auto wie bei jedem privaten teilweise, weil du weißt laut Gutachten wenigstens immer, was mit dem Auto ist. Genau, der Gutachter wird oder muss ja draufschreiben, was wirklich Phase ist mit dem Auto. Von daher kaufst du hier eigentlich gar nicht so die Katze im Sack, wie man denken könnte, ne? Also sobald das hier möglich ist, und das wissen wir ja, ist ja jetzt bald möglich, in wahrscheinlich 2 Monaten, kann auch jeder privat hier ein Auto holen. Dann denke ich, wird das super interessant für jeden hier zuzuschlagen, wirklich. Auf jeden Fall, ich denke, da werden hier einige stöbern. Ja. Dann, danke, ciao, bis ciao. Später. Halb leer. Erstmal die erste Tankstelle aufsuchen mit dem Wagen und ich muss wirklich sagen, aktuelles Gefühl ist, immer noch ein bisschen Sitz einstellen hier noch bei der Fahrt. Zack. Also fertig, aktuell tipptopp, Lenkung geil, alles tipptopp. Also muss ich wirklich sagen, ich fühle mich nur gerade übelst wohl in dem Auto. Einfach geil, der Sechszylinder rollt schön. Das ist wirklich, das Einzige ist die Airbag-Lampe leuchtet. Das weiß ich aber nicht warum. Das müsste man noch mal rausfinden und noch auslesen, aber ansonsten funktioniert hier alles tadellos. Freunde, drückt uns die Daumen, dass das auf jeden Fall so bleibt und nicht schon wieder ein Reinfall wird. Das erste Mal übrigens, dass ich so einen E46 richtig fahre. Ich hatte das noch nie gehabt, so ein Auto. Aber vom Fahrverhalten her macht mich das schon extrem an. Kurze Zusammenfassung, habe jetzt getankt. Sehe aber gerade die Tanknadel, geht gar nicht auf voll, sondern ist bei 3/4 stehen geblieben. Das. Reichweite aktuell 494 Kilometer. Sehr gut. Tempomat funktioniert. Also aktuell funktioniert alles in dem Auto, so wie es soll. Klima ging jetzt auch, obwohl wir erst dachten, die geht nicht. Roll jetzt gerade mit 170 auf der Bahn. Wirklich keine Geräusche, nichts. Absolut ein Traum. Also wirklich, ich habe da so einen Bock drauf. Muss auch sagen, die Sitze selbst, muss ich sagen, sind echt bequem. Ich habe zwar zwei Pole-Position drin, aber ja, ich muss echt sagen, Auto ist top. Ich werde euch auf jeden Fall bei jedem Schritt bei diesem Fahrzeug mitnehmen, alles komplett dokumentieren, weil es wird, denke ich, noch einiges Spannendes passieren. Ich muss ehrlich sagen, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich bin übelst happy, endlich die E46 zu haben. Ich bin übelst happy, endlich dieses Projekt, was ich schon immer vorhatte, durchzuziehen. Und ich bin super froh, dass wirklich alles gerade hier funktioniert. Das, außer die Tankanzeige anscheinend, das verstehe ich jetzt gar nicht so richtig. So Freunde, angekommen in Dresden, ohne Scheiß, tadellos. Auto fährt 220, ganz entspannt, funktioniert alles. Ich bin gerade wirklich so begeistert, ich kann es nicht fassen. Mir ist eben Fehler aufgefallen an dem Auto, also der zweite jetzt schon, immer die Tankanzeige. Und dann dachte ich mir gerade, so ein Airbag-Zeichen leuchtet, aber hier, Hupe geht auch nicht, also Hupe geht nicht. Ich denke, das ist auch ein Zeichen dafür.
Aber das werden wir dann eh sehen, wenn wir es länger sowieso runterbauen. Gucken, was da los ist. Bin ich mal gespannt. Es geht sogar Park Distance Control. Das ist einfach nur geil. Ich bin aktuell super happy über den Kauf. Frolix genauso. Und jetzt kann es hier endlich losgehen, da das Technische anscheinend schon mal alles stimmt. Kann es wirklich nur noch an die kosmetischen Sachen gehen. Und perfekt. Jetzt hat mir gerade ein Kumpel, der mich gerade angerufen hat, sagt, Rick, für das Auto gibt es sogar ein Kompressor-Kit. Und ich schon wieder, scheiße. Na gut, also es wird spannend bleiben, was hier alles passiert. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist und bleibt ja im Prinzip ein Daily. Von daher, genau, halten wir erstmal die Füße still und machen erstmal die kosmetischen Sachen. Geil, also auf jeden Fall happy, Freunde. Ich hoffe, ihr freut euch auch und das Projekt wird fett und die Videoreihe wird hier auch absolut genial. Das kann ich euch schon mal sagen. Also vielen Dank fürs Einschalten. Ich hab euch lieb. Bis bald.